So, starten wir. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz in der Liqui-Moly-Handball-Bundesliga. Die SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit dem Endstand 30-27 vor 6.300 Zuschauern ausverkaufte Flens-Arena. Herzlich begrüßen möchte ich neben mir den Löwentrainer Christian Andresson und den sportlichen Leiter der Löwen Oliver Roggisch und wie immer zu meiner Rechten SG-Cheftrainer Mike Machulla und SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke. Das erste Wort zum Spiel gehört dir, Christian. Vielen Dank. Congrats to Flensburg and the victory. It was a I like the Stimmung in the Halle for me. First time, real nice. Also really nice to see where the bar is, what you'd have to do to become champions in Deutschland. I think that Flensburg played very aggressive and we had big problems in our defense first 40 minutes where they did goals from everywhere, it felt like. Then I think the last 20 minutes we played better defense and got saves from Palika, and in the end it's the first half, the ending of 2 minutes that where we lose 3-0 with two technische Fehler that makes the possibility for Flensburg to hold out. Otherwise I would hope that we could compete all the way in the end. But for me, I like the teams, how we competed the last 20 minutes, and I will take that with me. And auch, that the bar is set, now we have to work. War alle soweit verständlich? Alle nicken, das ist sehr schön. Mike, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, schönen guten Abend. Danke, Christian, für die Glückwünsche. Dass wir natürlich sehr zufrieden sind, ist klar. 4-0 Punkte jetzt, zwei sehr, sehr starke Mannschaften bespielt jetzt und jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen. Heute war ein bisschen schwierig in der Vorbereitung, weil wir nicht richtig wussten, was auf uns zukommt. Spielt er nicht. Wenn er spielt, ist es ein bisschen berechenbarer, das Spiel, weil man es über viele Jahre natürlich kennt. Spielt er nicht, haben die Löwen natürlich jetzt auch ein paar Spieler dazu verpflichtet, die man noch nicht so in der Bundesliga kennt. Deswegen macht das ein bisschen unangenehm. Vorbereitungsspiele sagen sehr, sehr wenig aus. Und deswegen bin ich froh, dass wir das so in der Art und Weise gelöst haben. 40 Minuten, genau wie Christian sagt, haben wir fantastisch gespielt. Da lief der Ball. Wir haben gut verteidigt, dass Andy Kohlbacher und so viel individuelle Qualität, dass da Tore passieren, das ist doch ganz klar. Aber in der Summe, finde ich, haben wir es gut gemacht. Und dann merkt man halt, dass die Löwen auch eine richtig gute Bank haben, in der Breite es benutzt haben und wir unser Tempo und unsere Aggressivität nicht über 60 Minuten aufrecht erhalten konnten. Und dass dann Magnus Röth natürlich dann irgendwann auch an Substanz verliert, wenn er fast 60 Minuten spielen muss im Angriff, das ist auch klar. Und deswegen bin ich froh, dass wir es am Ende, als das Spiel wieder ein bisschen offen war, dass wir es dann über die Zeit gebracht haben und dann gewonnen haben. Und jetzt freuen wir uns, dass wir ein bisschen regenerieren können und dann geht es weiter. So einfach ist das. Jedes Jahr das Gleiche. Dankeschön. Danke dir, Oliver. Wie ordnest du denn das Spiel ein? Ja, von mir erstmal schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch an Mike und Dirk für die verdienten 2 Punkte. Ich glaube, dass wir 45 Minuten Flensburg gesehen haben, die klar besser waren, vor allem in der Abwehr, viel aggressiver gedeckt haben, als wir uns das vorgenommen hatten. Das haben wir leider nicht geschafft. Und es ist schade, weil wir eigentlich eine gute Torleistung haben und am Schluss auch noch die Chance haben, nochmal näher ranzukommen. Aber dann schmeißen wir ein paar Bälle weg. Und ich glaube, was wir mitnehmen müssen, ist, wenn wir auswärts Punkte holen müssen, müssen wir viel aggressiver in der Abwehr stehen. Das hat Flensburg heute auch in vielen Phasen deutlich besser gemacht als wir. Und daran werden wir arbeiten. Trotzdem Kompliment an die Mannschaft, hat Moral bewiesen, hat sich dann nochmal zurückgekämpft nach klaren 5 Toren hinten. Und da muss man Hut ziehen, aber wir wissen, woran wir arbeiten und das werden wir die nächsten Tage angehen. Vielen Dank. Danke dir. Dirk, wie fällt dein Fazit aus? Rundum zufrieden. Temperaturen sind ein bisschen hoch, muss ich sagen. Aber nach dem Auftakt mit dem Supercup in Düsseldorf und dem, wie ich finde, sehr guten Spiel in Melsungen, dann gleich im nächsten Spiel gegen einen der Mitfavoriten zu spielen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen und dann zu gewinnen mit einer fantastischen Atmosphäre, finde ich. Und erstmal danke noch für die Glückwünsche. Ich finde auch, das war ein sehr interessantes, hochklassiges Handballspiel, auch auf Augenhöhe. Und es waren zwei tolle Mannschaften, die da gegeneinander gespielt haben. Ich freue mich für unsere Mannschaft, ich freue mich für unseren Trainer und auch die Vorbereitung, dass sie bis jetzt so gut gelaufen ist. Und wir bleiben bei unserer alten Philosophie und neuen Philosophie. Wir gucken von Spiel zu Spiel, wir bleiben bodenständig und versuchen immer nach vorne zu schauen.
Und das haben wir heute, glaube ich, auch wieder bewiesen. Und das, glaube ich, ist der richtige Weg. Die Saison ist noch lang und die wird wieder spannend. Mike hat ja auch gesagt, jedes Jahr das Gleiche. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es noch spannender und wir müssen bis zum Ende einfach nur ruhig bleiben, Nerven behalten, fokussiert bleiben. Ich freue mich. Dank an die Zuschauer, dank an alle, die heute in der Halle waren, das auch miterlebt haben bei den Temperaturen. Riesenkompliment an beide Mannschaften. Das war nicht einfach, bei den Temperaturen zu spielen. Das war in Melsung schon so. Ihr habt ja gesagt, in Leipzig war es ähnlich. Und von daher, irgendwann wird es wieder ein bisschen kühler in den Hallen. Also, schönen Dank. Ich habe mich sehr gefreut heute. Danke dir. Gibt es weitere Fragen von eurer Seite? An Mike, kurz vor der Pause, 5-1 gedeckt, auch Gegenschüsse gelaufen. Da hast du jetzt vor der Hälfte keine Option mehr? Nee, 5-1. Doch, aber ich musste auf einmal, kommt Jöran Johannessen, hat Probleme an der Schulter, kann nicht mehr spielen. Und dann hatte ich auf einmal 3 Wechsel, weil ich wollte auch Magnus Röth in der Pause, in der Abwehr Pause geben. So, das war auf einmal zu viel Chaos und da mussten wir zu viel umstellen. Und wir waren auf einmal in der Konstellation auf dem Feld, in der wir so noch nicht zusammengespielt haben. Und ich hatte eine Phase, wo ich 3 Wechsel hatte. Und in der Phase hat man dann halt auch gemerkt, da machen die Löwen richtig Druck im Gegenstoß. Da haben wir wirklich auch Schwierigkeiten, das zu verteidigen. Und dann musste ich wieder ein bisschen umstellen. Insgesamt finde ich, ist es eine Option, die wir haben, die wir gerne spielen wollen. Wenn du natürlich einen Spieler hast wie Andy, der dann spielerisch solche Qualitäten hat, der das natürlich auch gut löst, dann musst du dir was anderes wieder einfallen lassen. Aber ich finde, die haben ja auch gut gespielt, sehr, sehr gut gespielt im Angriff. Also wir haben ja wirklich eine Phase, wo wir 15 Minuten, dann machen wir ein Tor, die Löwen machen ein Tor. Das ging ja immer hin und her und wir haben immer diese 2 Tore gehabt. Und dass wir dann auf einmal kurz vor Schluss auf 4 nochmal in die Halbzeit gehen, war für uns natürlich emotional richtig super. Aber das war einfach ein Problem von Alternativen. Weitere Fragen? Dann, ja, gerne Jan. Warum hat Gideon Guardiola gar nicht gespielt? Ist er verletzt oder hat er taktische Gründe? No, he is not injured. I'm just using other players instead. It was not an offended question, but Guardiola has been great. When I choose the players, I have chosen Roman and Jesper in that position beside Ilya. Weitere Fragen? Dann möchte ich euch gerne die weiteren Spielergebnisse von diesem Donnerstag an die Hand geben. Der Bergische HC und MT Melsungen trennen sich unentschieden mit 24-24. GWD Minden verliert zu Hause gegen Leipzig mit 21-25 und mit 10 Toren von unserem zukünftigen Spieler Franz Semper. Und die Eulen verlieren zu Hause mit 25-31 gegen die HSG Wetzlar. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir sehen uns zum nächsten Heimspiel kommende Woche gegen den HC Erlangen am 5. September. Ciao.